Hallo Leute, heute möchte ich euch unser neues Starter-Set vorstellen für Blattsteinameisen. Es ist halt schon ein bisschen größer, weil die Tiere brauchen ja doch einiges an Platz. Wir haben hier zum einen ein großes Becken, das hat eine Grundfläche von 30 x 30 cm. In der Höhe ist es 60 cm, sodass ich hier wunderbar eine kleine Vase reinstellen kann mit den dementsprechend mit den Ästen, Brombeeräste oder Rosengewächse, die die Tiere ja dann benötigen, um daraus einen Nährboden für so einen Pilz zu machen. Der Pilz wäre dann hier drinnen, das wäre die Pilzkammer. Wir würden den halt hier mittig nochmal platzieren. Und hier ist es halt wirklich wichtig, dass wir eine hohe Temperatur von 22 bis 25 Grad haben und eine hohe Luftfeuchtigkeit von 80 bis 90%, dass der Pilz halt gut wächst. Zum Messen gibt es dann halt hier auch nochmal so ein Thermometer, Hygrometer. Ich zeige euch gleich nochmal, wie wir das dann anbringen. Und dann haben wir halt hier die Abfallkammer. Da wird lediglich der verstorbene, also der abgestorbene Pilz, die Pilzreste, auch mal Futterreste und so weiter. Verstorbene Tiere, Exkremente, die werden halt hier ausgelagert. Ist nebenbei auch ein super Pflanzendünger. Wer das in sein Zimmerpflanzen untermischen möchte, kann das natürlich gerne tun. Damit die Tiere nicht ausbrechen, gibt es hier auch nochmal einen Schutzrahmen, der hier nochmal aufgebracht wird. Und dementsprechend eine Abdeckung, die hier solche 50 mm Bohrung hat, wo ich dann wunderbar verschiedene Sachen nochmal einstecken kann. Da komme ich auch nochmal im Detail drauf zu. Wir haben noch einiges an Zubehör. Zum Beispiel eine Federstahlpinzette zum Greifen der Tiere. Wir haben hier eine Kunststoff, eine feste Pinzette zum Greifen, zum Beispiel irgendwelcher Blattreste, kleine Lupe. Wir haben hier eine Tränke für die Ameisen, ein Ausbruchschutzset. Das zeige ich gleich im Detail nochmal, wie das funktioniert. Stopfen und verschiedene Gitter. Um das Ganze zu verbinden, haben wir uns hier auch entschieden, einen größeren Durchmesser an Rohren zu verwenden. Weil die Blattsteinameisen schneiden ja Blattstücke und je größer der Durchmesser halt auch ist, je größer können sie dann auch die Blätter schneiden. Das wäre halt hier einmal diese Schraubverbindung, die hier mit diesen großen Rohren verbunden wird. Als Dekoration, um das Ganze auch noch ein bisschen optisch hervorzuheben, haben wir hier auch Fotorückwände. Ja, wir haben hier so Bilder so vom Regenwald. Wenn es gefällt, der kann die halt hier hinten nochmal platzieren. Ist jetzt kein Muss. Als Bodengrund haben wir hier zwei verschiedene Substrate. Das eine ist eine Sand-Lehm-Mischung, ja, also so ein Regenwaldboden mit Torfanteilen. Der speichert halt wunderbar die Feuchtigkeit, wo die Tiere dann auch ihren Pilz ganz gut mit einbauen können. Zusätzlich gibt es hier noch ein Granulat. Das ist sehr leicht und speichert Feuchtigkeit. Damit können die Tiere wunderbar aus der Tränke heraus die Feuchtigkeit aufsaugen lassen mit dem Granulat und halt zum Pilz zu bringen. Oder wenn es zu feucht ist, sich zum Beispiel Kondenswasser bildet, dann nehmen die Tiere auch das Granulat und stecken das oder legen das dann halt auf dieses Kondenswasser, so dass es aufgesogen wird und dann noch abtransportieren werden kann. Also so können die Tiere wunderbar das Klima drinnen auch regulieren. Das Ganze füllen wir hier ein. Das ist also wirklich wichtig, dass die Tiere halt ihren Pilz hier gut ansetzen können. Also das Substrat ist halt wirklich ideal, dass die Tiere oder dass der Pilz da auch gut drauf wächst. Die können die, also durch diese Fasern hat der Pilz halt schon mal einen ganz guten Halt und gleichzeitig können die Tiere mit diesem Sandlehm dann auch das Ganze ein bisschen abdichten. So, das dauert hier ein bisschen. So, das Ganze ist jetzt hier erstmal schon mal gefüllt. Ich habe das hier einfach mit einem Stück Holz. Man kann jedes beliebige Haushaltsgerät nehmen, was ein bisschen flach ist, und das Ganze einfach ein bisschen platt drücken. Sollte nicht zu hoch sein, die Tiere sollen ja nicht sich allzu tief da jetzt irgendwie einbuddeln. Wer möchte, kann es natürlich auch irgendwie in die andere Arena packen. Das ist ein bisschen Geschmackssache. Wichtig ist es nicht. Also hier ist es halt wichtig auf jeden Fall für diesen Pilzbau. Wer es in der Abfallkammer haben möchte, ich meine, die wird sich von alleine schon befüllen. Und im Futterbereich, also da, wo nachher auch die Blätter sind, es ist natürlich leichter, wenn ich doch die Vase mal austauschen kann oder das Wasser und ich da jetzt nicht allzu viel Substrat drin habe. Aber wer es haben möchte, kann es gerne machen. Dann würde ich hier das Granulat nochmal einfüllen, was ja also wichtig ist als Transportmittel für die Feuchtigkeit. Also die Tiere haben hier wirklich die Möglichkeit, über diese Steine, die sehr leicht sind, dann halt auch das Wasser zu transportieren. Es ist zu trocken, zu feucht, also einfach ein bisschen so reinrieseln. Hier ist es jetzt nicht wichtig, wo das ist. Also die Tiere nehmen sich das schon einfach. Man braucht ja nicht alles nehmen, man kann auch später einfach nochmals nachfüllen. Also je größer der Pilz ist, man merkt da, dass eine Kondenswasserbildung einfach hier von dem Substrat ein bisschen nachfüllen. Dann haben wir jetzt vom Substrat ja schon mal alles drin. Der nächste Schritt wäre,
jetzt hier den Rahmen anzubringen. Davor habe ich jetzt hier dieses Thermohygrometer. Ich kann das hier nochmal kurz zeigen. Da misst man halt einmal die Temperatur und einmal die Luftfeuchtigkeit von der Anzeige her. Ideal wäre der Wert 22 bis 25 Grad bei der Temperatur und 80 bis 90% von der Luftfeuchtigkeit, die dann hier angezeigt wird. Um das Ganze zu befestigen, gibt es hier solche Klebepads. Ich ziehe das Ganze hier einfach mal ab. Das sind so transparente so eine Folien. Dann, wichtig wäre hier nochmal, wenn ich den Rahmen habe, ich zeige das hier nochmal im Detail, dass ich das jetzt nicht außen befestige, weil so ein Becken hat ja natürlich einen Rand. Deswegen füge ich das hier an den Innenrand an. Zack. Und es hält. Und das ist also wirklich ein super Kleber. Es ist schwierig, das nachher auch wieder abzulösen. Deswegen wirklich darauf achten, dass es beim ersten Mal dann auch sitzt. Damit habe ich den Rahmen. Jetzt ist natürlich die Sache, wenn die Tiere hier drin herumlaufen, ist natürlich die Gefahr, dass sie ja auch rauskrabbeln. Dafür haben wir diesen Ausbruchschutz. Ich kann hier ein Haushaltspapiertuch nehmen, einen Schwamm oder auch einfach auf den Finger auftragen, die Spitze hier einfach abschneiden. Dann tropfe ich mir das hier rauf und verreibt es einfach hier diese Innenseite, also von unten, sodass die Tiere nicht rüberkommen. Ruhig ein paar Mal auftragen. Hier auch an der Kante hier nochmal. Das gleiche mache ich hier auch nochmal. Dass die Tiere doch nicht raus können. Theoretisch, wenn natürlich alles angeschlossen ist und die Stopfen dran sind, können die Tiere so auch nicht raus. Also ich kann auch offen so hantieren, wenn ich da was austauschen möchte oder hantieren möchte, kann ich das so auch machen. Bei der Tränke ist Folgendes zu beachten. Es sind zwei Teile. Einmal habe ich hier dieses Röhrchen, was mit Wasser gefüllt ist. Also ich habe hier schon mal Wasser reingefüllt und ich habe hier diesen Fuß. Der Fuß hier hat hier drinnen einen Schwamm. Den Schwamm kann ich auch mal austauschen, wenn er irgendwann unansehnlich aus ist oder doch zu sehr angeknabbert wird von den Tieren. Seitlich habe ich hier noch so eine Öffnung, wo die Tiere sich mit Wasser versorgen. Das Gute hier dran ist, die Tränke kann nicht so einfach auslaufen durch diesen Schutzrand und gleichzeitig können die Tiere hier sich mit Wasser versorgen, ohne zu ertrinken. Gerade wenn ich sehr kleine Arbeit drin habe, ist da auch die Gefahr gegeben. Ich stecke das Ganze hier einfach auf, drehe das Ganze um und schon ist der Schwamm nass. Ich platziere es hier gleich in die Pilzkammer, weil hier ist die Feuchtigkeit ja auch erstmal am wichtigsten. Thermometer, Hygrometer habe ich ja schon platziert. Der nächste Schritt wäre jetzt eigentlich entweder die Verschraubung oder Stopfen. Ja, ich kann das Ganze ja schon mal zeigen, wie es mit der Verschraubung funktioniert. Also ich mache dieses eine Element, dieses, wo das Schraubgewinde ist, das kleine Element von innen gegen und schraube das dann von außen hier nochmal mit auf. Effekt. So, das gleiche mache ich hier auf der Seite. So, jetzt haben wir ja schon mal alles verschraubt. Jetzt brauchen wir noch diesen Dichtungsring. Der wird dann hier einfach aufgesteckt oder beziehungsweise aufgeschoben. Der ist dafür da nachher, damit dieses Rohr wirklich fest dann auch nochmal aufsitzt auf diesen Schraubbuchsen. Die Abdeckung können wir dann hier schon mal raufmachen. Also ich muss sowieso nochmal abnehmen, wenn wir nachher die Tiere einsetzen, aber nur, dass wir schon mal so diesen Aufbau haben. Wir haben ja jetzt hier diese verschiedenen Gittereinsätze und Stopfen. Ich habe die jetzt hier schon mal reingesteckt, wird dann einfach hier oben nochmal rauf platziert. Hier Stopfen kommen in die Mitte. Hier mache ich nochmal die Seite mit dran. Und die anderen hier oben. Geht ein bisschen schwer, aber das, so soll es ja auch sein. Jetzt haben wir vom Grundaufbau eigentlich schon soweit alles Wichtige da. Ja, also wir haben jetzt hier so zwei Lüftungsgitter einstopfen. Später kann man gerne hier noch eine Lampe oder andere Elemente noch mal mit einbauen. Hier so brauchen wir diese hohe Luftfeuchtigkeit für diesen Pilz. Deswegen haben wir das verschlossen. Die Belüftung ist nachher durch dieses Rohrsystem gegeben. Hier haben wir ebenfalls zwei Gitter und halt einen Stopfen. Ob man nachher noch eine Lampe oder Nebelsystem oder andere Sachen integriert, das ist natürlich optional noch möglich. Zur Dekoration, wir haben hier noch diese Fotorückwände, die können wir einfach hier hinten platzieren. Nehmen hier einfach mal Klebestreifen.
So, jetzt müssen wir das Ganze noch miteinander verbinden. Ja, dazu stecke ich einfach diese Rohrsysteme hier rauf. Ein simples Plug and Play. Wenn es doch ein bisschen schwierig sein sollte, wir haben ja noch dieses Ausbruchschutzöl, einfach ein paar Tropfen hier nochmal so mit drauf geben, dann rutscht es wie geschmiert. So, es sind ja Blattschneiderameisen, deswegen brauchen sie auch Blätter. Ideal sind hier Brombeerblätter. Man kann auch Himbeeren nehmen oder andere Rosengewächse, weil die den ganzen Winter über grün bleiben. Stell das jetzt hier mal in der Vase, da bleiben die halt auf jeden Fall lange frisch. Man kann die auch lose reinlegen. Und dann wird das Ganze hier nochmal abgedeckt. So, jetzt haben wir alles aufgebaut. Jetzt fehlen eigentlich nur die Ameisen. Ah, da sind sie. Wunderbar. Dann können wir jetzt loslegen. In dem Fall haben wir hier die Acromimyx octospilosus. Das ist der Pilz mit den Tieren. Die setze ich jetzt hier in unsere Anlage rein. Mit dem Pilz erstmal. Hat man natürlich ein paar Tiere, die muss man absammeln. So, der Pilz ist jetzt drin. Wer das nicht so mag, mit der Hand anzufassen, für den haben wir diese Federstäbchen-Sette. Mit denen kann man wunderbar diese Tiere hier greifen. Ja, jetzt habe ich hier die Ameise mit einem Stück Blatt. Der passiert nichts, da geht es gut. So kann ich die auch wieder umsetzen. Also für diesen Zweck könnt ihr die Federstäbchen-Sette nehmen. Ansonsten haben wir hier noch, was mitgeliefert wurde, diese Kunststoffbehälter. Einfach solche Döschen. Ihr könnt auch selber was nehmen, Salatdosen oder was auch immer. Weil wir müssen diesen Pilz schützen. Der ist jetzt ziemlich verloren hier drin im Behälter. Und damit sich diese Temperatur, Luftfeuchtigkeit, damit die Tiere das besser regeln können, ist es halt ideal, solche Dose zu nehmen. Damit die Tiere auch reingehen können, am besten einfach mit einer normalen Schere hier so eine kleine Öffnung reinschneiden. Ja, in dem Fall hier so ein kleines Dreieck als Zugang. Das stülpen wir hier drüber. Da können die Tiere dann nachher das Ganze ein bisschen so einbauen. Deswegen halt auch diese Sand-Lehm-Mischung mit diesem Torfanteil, dass der Pilz einen festen Halt hat. Wenn das Ganze voll ist, dieser Behälter, dann nehmen wir die nächste Dose. Und ich denke, wenn diese Dose hier schon voll ist, dann sollte das auch ausreichen, dass der Pilz alleine steht. Oder ihr findet noch eine andere, größere Dose. Dann könnt ihr die dann natürlich auch nochmal rüberstülpen und noch ein bisschen warten, bis der Pilz eine gewisse Größe erreicht hat. Von der Funktion her ist es jetzt so, dass wir natürlich hier diese hohe Luftfeuchtigkeit drin brauchen. Deswegen decke ich das Ganze hier schon mal ab. Wir können hier auch messen von der Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Muss es noch reguliert werden? Das mache ich halt, indem ich hier zum Beispiel mit einer Sprühflasche das Ganze halt auch nochmal befeuchte. Wichtig ist vielleicht auch nochmal darauf zu achten, dass der Pilz nicht direkt Wasser abbekommt. Ja, also es darf nicht sein, dass der Pilz im Wasser steht oder halt Wasser direkt auf den Pilz nochmal rauftropft. Jetzt kann ich das Ganze hier ein bisschen befeuchten. Der Pilz ist ja geschützt durch diese Dose. Notfalls habe ich hier auch nochmal die Tränke. Das Ganze funktioniert jetzt so, dass die Tiere jetzt Blätter schneiden werden. Das dauert immer ein bisschen. Das kann je nach Rohrlänge auch manchmal ein paar Tage noch mal dauern. Deswegen ist es auch ganz gut, am Anfang vielleicht die Blätter auch in diese Pilzkammer noch mal reinzulegen, bis sie dann diesen Weg gefunden haben zu der Futterkammer. Also Futterkammer ist ja nicht wirklich Futter für die Tiere, sondern es ist Nährboden für den Pilz, die Blätter, die sie dann schneiden. Das transportieren sie dann hier ab und bringen dann dementsprechend den alten Pilz, den sie nicht mehr benötigen, in die Abfallkammer, die ja außen ist. Es ist aber oft so am Anfang, dass die Tiere die Abfälle erstmal noch in der Pilzkammer lassen, irgendwo in der Ecke platzieren. Dabei ist wichtig, dass ihr vielleicht einfach dann mit einem kleinen Löffel, Pinzette, wir haben noch diese andere Pinzette, dass ihr das dann einfach raussammelt und dann in die Abfallkammer reingebt, weil dieser Abfall hat auch so einen Eigenduft oder Eigengeruch, sodass die Tiere dann halt auch genau wissen, okay, künftig werde ich den Abfall auch dort nochmal platzieren. Der Grundaufbau, diese drei Becken, das ist wirklich jetzt so ein kleiner Start, also für den Anfang. Und natürlich kann das später erweitert werden. Vom Gesamtplatzbedarf würde ich sagen, wenn ihr so einen Schrank habt oder so eine Stellfläche von 3x3 Meter mit mehreren Becken, die dann miteinander verschlossen sind, seid ihr erstmal gut bestückt für so eine Art. Es ist natürlich unterschiedlich, auch welche Gattung oder welche Art von Blattschneiderameisen ihr jetzt verwendet. In dem Fall haben wir hier die Acromimyx octospinosus, eine Art aus Südamerika, die in, ja, weit verbreitet ist. Und von den Rohrsystemen, was vielleicht da nochmal zu sagen ist, wir haben jetzt mitgeliefert hier 1 Meter Rohr, was geteilt ist in jeweils 2x50 cm. Also es ist, denke ich mal, kein Problem, auch mal 5 bis 10 Meter anzuschließen, aber da vielleicht berücksichtigen, also wenn es dann doch so ein bisschen länger ist, dann auch Belüftungselemente oder Belüftungsdeckel zu machen oder zu verwenden. Von der Steigung her
könnt ihr die Rohre auch ohne Probleme auf 45 Grad steigen lassen. Wenn es eine 90 Grad Biege hat, also wirklich, dass es dann steil nach oben geht, solltet ihr noch ein Hilfsmittel verwenden, ein Seil oder irgendeinen Ast oder irgendwas, was er noch in diesem Rohr nochmal platziert, dass die Tiere halt auch diesen Weg dann nochmal aufsteigen können. Ja, ich bin jetzt soweit fertig. Also ich habe jetzt alles hier zusammengebaut. Ich habe hier die Kammer mit den Blättern. Ich habe hier die Pilzkammer. Also hier muss ich wirklich darauf achten, dass Temperatur, Luftfeuchtigkeit, dass hier die Werte halt da noch stimmen. Also das ist so das Einzige, worauf man wirklich auch achten muss. Und ich habe den Pilz erstmal geschützt durch diese Dose. Habe hier die Abfallkammer, die noch leer ist, weil die Tiere werden natürlich im Laufe der Zeit jetzt erstmal den Abfall rüberbringen. Wenn nicht, dann halt einfach den Abfall von hier drüben rüber platzieren, dass die Tiere das dann halt einfach in Anführungsstrichen lernen, den halt hierhin dann zu platzieren. Ich hoffe, es war interessant für euch. Die Tiere scheinen sich hier wohl zu fühlen. Ich werde es auch in den nächsten Tagen jetzt schön beobachten. Ist auf jeden Fall interessant. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, mittlerweile sind einige Tage vergangen und die Tiere haben sich ja gut eingelebt. Sie haben die Brombeerblätter geschnitten und auch die Rosenblüten reingetragen. Man sieht das ganz gut an der Anhäufung hier an der Seite. Also auf dieser Seite sieht man diese grünen Blätter und auch die Rosenblüten, die hier gestapelt werden. Die werden in diesen Pilz eingebaut, was man dann auch, wenn man durch diesen transparenten Behälter durchschaut, sehen kann. Dieser Behälter wurde auch schön isoliert mit diesem Bodensubstrat, was wir vorher nochmal platziert hatten. Auch dieser Zugang an der Seite ist jetzt soweit abgedichtet, weil wir haben hier eine Luftfeuchtigkeit von unter 80%, also tendenziell ein bisschen zu trocken. Dadurch dann isolieren sie das Ganze, um natürlich da drinnen diese hohe Luftfeuchtigkeit zu halten, die der Pilz braucht. Sollte es da drinnen mal zu feucht sein, würden sie dann das Ganze auch wieder öffnen und dadurch können sie dann selber regulieren, welche Luftfeuchtigkeit drinnen herrschen soll, wo auch der Pilz ist. Die Abfälle wurden auch schon rausgebracht, also man sieht hier durch die Röhre, das wurden die raustransportiert und man sieht dann hier die Anhäufung von den verschiedenen Futterresten bzw. Pilzresten, die die Tiere rausgebracht haben. Wenn das Ganze dann so aussieht, habt ihr alles richtig gemacht.